Ja, hallo zusammen. Er ist wieder da. Backerschnabel für Arme. Hallo, hallo, hallo. Hoffe, echt klappt auch alles, was ich vorhab. Ja, ihr seht, es ist lange, lange, lange her. Aber ich mache weiter. Ich hab wieder Bock. Ich hab wieder richtig Lust, rumzubuddeln in dem Dreck. Haha. Ja, genau. Wenn die Ladezeiten mal nicht so lange wären, hätten wir schon längst anfangen, ne? So, ich muss erstmal, ich habe wirklich seitdem nicht mehr gespielt. Ich muss wirklich erstmal gucken, eine Übersicht holen, was, wie, wo, warum ist. Wie weit wir sind und wo ich gerade bin. Da sind wir. So. Morgens um 6 Uhr. Wird kalt. 8 Tage bis Winter. Okay. Jawohl, Dankeschön. Jetzt gibt es auch noch ein Klavitter. Der ist da, der ist da. Muss ich mich erstmal ein bisschen informieren. Seid mir nicht böse. So, hier ist alles leer. Erste Mal leer, ganz leer oder. Ja, ganz leer. Das heißt, wir fangen bei 0 an. Ach, hier war ich auch schon ewig nicht mehr drin. Hoffe, der ganze Scheiß läuft noch, ne? So, wie war das jetzt? Ja, es werde Licht. Gott sprach, es werde Licht, doch erfand der Schalter nicht. So, hier ist alles dran. Die Pumpe. Irgendwo war doch die große Pumpe dran, ne? Wir hatten doch auch eine Taschenlampe. Ja, das ist so. So. Big Water Pump. So. Jetzt haben wir auch Wasser. Dann müssen wir mal nach diesem ollen Turm gehen. Einmal schauen. Hier habe ich immer auf und zu gedreht, ne? Weiß es gar nicht. Laufen tut nichts. Wir haben einmal kommt Wasser hier an. Ja. Dann haben wir einmal da oben Wasser. Genau. Hier läuft Wasser. So, das heißt, dann kann ich da abdrehen. Pumpen sind zwar auch. Ja, Moment. Moment, so. Rechts rum ist zu, links rum ist auf. Okay. So, jetzt dürfte da oben kein Wasser mehr laufen, ne? Sehen wir an diesem hier. Jawohl. Das ist alle. Hier ist auch aus. Hier ist leer. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir müssen erst den Bagger tanken, ne? Da war doch irgendwas. Irgendwo haben wir doch ein Auto. Das war das. Oh Gott, ich weiß hier meine Tastenbelegung gar nicht mehr. Wo konnte ich jetzt die Autos wechseln? Hier war das, genau.
Kraftstoff, ja genau, der braucht Sprit. Hier brauchen wir Sprit. So. Das heißt, wir brauchen das Auto. Da haben wir noch Sprit drin. Nee. Prozent. Na gut. Dann gehen wir mal Sprit holen. Ja, so langsam kommt die Erinnerung wieder. Wie war das noch? Aussteigen war Return. Ja, genau, das war Aussteigen. Ja, nur andersrum wie beim... Ne? Gut, dass er überall anzeigt, was man machen muss. So, wie sehen wir denn aus? 99%? Naja, wunderbar. Grundstein ist gelegt. Ach, ich freue mich wieder so aufs Bagger, ne? Ganz ehrlich sagen, ich freue mich wieder aufs Baggern. Ich werde... Sekunde. Wo ist meine Maus? Geht noch nicht mal. Oh, ist doch nicht wahr, ne? Ich die Maus nicht drüber. Nicht so machen. Ja. Bisschen laut wegen dem... Ich drehe mal die Musik was runter. Am Spiel. Du bist voll. Genau, Handbremse. Ja, ich drücke immer F zum Aufsteigen. Wo kommt das doch wohl her? Hm? Ab. So. Nächstes Mal machst du den Deckel auf, du Blödmann. Kann ich wieder runterklettern. Mann. Ja, Schnuckelchen. Dann geht's wieder los, ne? Ich hoffe, der läuft überhaupt noch. Gespannt. Ach, schön wieder hier zu sein. Jetzt fehlt natürlich die Eisenbahn, die hier steht. Oh, schön. Ach, das wäre jetzt so, wenn man das kombinieren könnte, ne? Hier die Gleise hinlegen, mit dem Bagger die Wagen voll machen, rüberfahren, ausschütten. Ach, wäre das nicht herrlich? Ja, Mattenspinner. Genau. Es gab ja ein paar Updates mittlerweile. Boah, das ist aber laut, ne? Ich habe auch hier die Lautsprecher viel zu laut. Warte mal. So. Genau. Bin ich mal gespannt. Das war schon mal nix. Ach komm. Ja, hat lange gestanden, ne? Sehr lange. Oh ja, er läuft wieder. Ehrlich.
wie schön. Den Punkt brauchen wir ungefähr für einen LKW. So. Ja, ne? Den holen wir uns jetzt. Ja, wenigstens der läuft. Das war hoch, das war runter. Jawohl. Ah, ich bin wieder drin. Nach monatelanger Abstinenz sind wir wieder hier und machen wieder Unwesen. Ach, wie schön. Also ich bin... Ich weiß gar nicht, welche Ziele ich hatte. Halt! Darf nicht so weit, ne? So muss das ungefähr. So, und den hatten wir immer irgendwie... So. Weiß es nicht mehr. Oh, er kann es immer noch. Er kann es noch genauso gut wie früher. Guck mal. Ach, herrlich, hä? Als wenn ich nie was anderes gemacht hätte. Trotzdem habe ich immer das Bild anders gehabt. Oder waren wir auf die Schaufel? Ne, wir waren auf die Schaufel. So hat man das immer gemacht, ne? Ja, genau, so hatten wir das immer. Herrlich. Genau, so war das. Ich erinnere mich. Das ist halt noch ein bisschen vorgekonnt. Ist egal. Ach, guck mal. Ja, was gibt's Neues in Klondike? Der Jürgen ist wieder da. Er arbeitet wieder. Nein, das heißt nicht, dass ich jetzt meine Eisenbahn vernachlässige. Das geht genauso weiter. Aber hier muss er einfach wieder sein. Es werden wieder viele Sachen von mir aufgenommen, die ich vernachlässigt habe. Es wird auch Zeit. Unglaublich, ne? Zwei Schaufeln und du machst schon wieder genauso wie vorher. Als wenn nichts anderes war. Aber das war wirklich so. Habe ich auch früher auf der Arbeit gemerkt. Ich weiß noch, wo ich... Damals an Schacht 5. Oh ja. Wo ich nach meinem Unfall... Bin ich ja... am Kohlenförderschacht gewesen. Musste den bedienen. Unter Tage, also in der Grube unten. Ich habe dann die Wagen quasi auf den Korb geschoben, auf den Korb, also auf den Fahrstuhl. Das heißt also, die vollen Wagen habe ich drauf geschoben, die leeren Wagen sind dann hinten runtergerollt. Ja, mit viel Mechanik. So, dass sie dann auch eigentlich einfach, wenn du die drauf schubst, dass die dann weglaufen. Die wurden dann hinten abgefangen und ja, erst wenn alles stand, dann sind die hinten weggelaufen. Ist egal.
Aber ich weiß noch, wo ich da angelernt war. Und dann hieß es Urlaub. Ja, schön. Schön und gut. Urlaub ist ja schön und gut, ne? Wo ich dann aus dem Urlaub wiederkam, stand ich vor diesem Riesenpult mit, ich hab's mal gezählt. Ich habe es irgendwann mal gezählt. Knöpfe, Schalter, Knöpfe, die du im Grunde genommen auch alle bedienen können musst. Also nicht die Knöpfe sind nur da, damit sie da sind, sondern du musst es wissen, was du mit den Knöpfen machen musst. So, Motor wieder aus. Ach, genau richtig umgesprungen. Ja. Der Motor an, ne? Dann stand ich vor diesem Pult. Um Gottes Willen. Du weißt ja gar nichts mehr. Du weißt ja gar nicht mehr, wie das geht. Aber was soll ich euch sagen? Eine Stunde später, als wenn ich nie weg gewesen bin. Habe ich auch gedacht, um Gottes, ja unglaublich. Genau wie hier dasselbe. Guck mal, schon bin ich wieder drinne. Und das ist jetzt wirklich, ich habe es ja selber gesehen, als das letzte Mal war, gut ein halbes Jahr her. Es wird doch Zeit, dass ich wieder spiele. Ja, auf jeden Fall. Wir haben immer so viele Leute zugeguckt, auch wenn es langweilig ist. Tut mir leid, dass ich nur so langweilige Spiele spiele. Aber ich mag dieses ruhige, chillige. Jo, ich mag's halt. Soll ich da rausdrücken? Das ist so mein Ding. Heißt ja, ich kenne ja auch einige, viele andere YouTuber. Lernt man ja so nach der Zeit kennen. Auch Leute, die nicht so berühmt sind, also nicht die Großen. Die sind mir alle zu überheblich. Irgendwie läuft es bei denen immer irgendwie so furchtbar glatt ab. So, weiß nicht, schwer zu sagen. So, alles klappt immer auf Anhieb und die sind immer die tollsten Hechte. Ich glaube, die fuhren bis dass die Schwarte wackelt einfach. Na egal. Auf jeden Fall machen wir hier einen ruhigen, gemütlich, schön, ruhig, machen unsere Arbeit, gucken, was wir an Geld verdienen. So, da müssen wir mal gucken, ne? Ich habe 1062 Unzen an Gold habe ich noch liegen. Und 21.000 Geld habe ich noch da. Das heißt, ich kann auch noch ein bisschen meine Leute bezahlen. Da war ja was. Genau. Die wollen ja auch jeden Tag Geld haben. Stimmt ja. Muss ich erstmal gucken, was ich da bezahle, sonst muss man wieder mal ein paar Unzen umtauschen. Mal in die Stadt fahren wieder. Okay. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr den Weg. Ich bin hier hingekommen, aber ich weiß nicht, wie ich zurückkomme. Ja, was soll ich da sagen?
So, jetzt kann ich auch mal ein bisschen schweigen. Was soll ich erzählen? Ja, gut. Wären zum Beispiel gerade was in der Ukraine passiert. Keine Ahnung. Ich versuche so viel davon irgendwo zu gucken, zu lesen, aber wenn man das so alles, ja, ich weiß nicht. So viele Quellen, die man gucken kann. Und 80% davon ist irgendwelches gefaktes Scheiß. Deshalb, man weiß nicht, was man glauben soll. Selbst die großen Fernsehsender, das ist alles nur. Ich will nicht sagen fake, aber vieles. Vieles, was die da zeigen, eigentlich nicht das, was der Wahrheit entspricht. Das passt für ihren Sender, aber nicht für. Oh, ich muss ja erstmal. Alter Verwalter. Hat ja rüberlaufen lassen. Da war ja wie irgendwas. Stimmt ja. Ach, siehst du, hätte ich einschalten müssen, ne? In der Zeit, wo wir weg sind. Na gut, müssen wir das ja jetzt machen. Naja. So nicht. Aus. Denkst. So, haben wir denn die richtigen Stecker? Connector? Connector, ja. Konverter. Nee, nicht. Connector. Also. Ja. Nicht mit der Maus anklicken. Ja, da haben wir wohl was verpennt. Du mal Junge. Na gut, ersten Tag darf auch mal was schief gehen, ne? Also. In der Zeit, wo da drüber läuft, ich kann mal eben nach unten gucken nach den Matten, ob wirklich alle Matten drin sind. Wir hatten ja schon so, ne? Das einmal nicht richtig stehen. Matten nicht richtig dran sind. Guck mal, da sind 28% drin und 29%. Hier haben wir 20%, 17%. Da oben ist 0. Okay. Jo, hier unten ist auch. Muss ich überlegen, war hier jetzt einer der. Die tauscht oder nicht? Oder? Weiß es nicht. Seid mir nicht böse, ich weiß es wirklich nicht. So, dann können wir den ausschütten. Dann fahren wir noch einen holen. Und dann lassen wir die ganze Schose laufen. Ja, Problem bei den Spielen ist immer. Was Problem?
Irgendwie muss ich immer was Samsung erzählen, weil das ist ja sehr, ja, nicht sehr actionreich, sagen wir so. Es geht halt immer gemütlich ab. Könnte jetzt jedes Mal sagen, bitteschön, Dankeschön. Na, ich glaube, den machen wir noch voll und dann fahren wir mit dem Bagger einen Meter zurück. Oh, das ist immer noch. Habt ihr gesehen? Diese durchsichtige Wand mit der Textur. Das ist immer noch. Ich dachte, nach so viel Updates ist es endlich mal vorbei. Ja. Wenn man wüsste, woran es liegt, könnte man was dagegen machen. Was? Genau, was? Andere Grafikeinstellung, andere, weiß der Kuckuck was. Na gut, hier unten kann ruhig genügend liegen bleiben, also, ne? Ist egal, wir müssen sowieso nachher mit dem Radlader, da müssen wir leider den Bagger an der Seite stellen. Dafür will ich ja gucken, dass ich nächstes Jahr mindestens so viel Geld habe, dass ich... Haben wir eigentlich noch Gold auf der Bank? Ich glaube, wir haben alles verkauft, ne? Wir haben alles ausgegeben. Ihr wisst schon, welche Bank ich meine. Könnten heute Abend mal gucken, wenn wir Feierabend machen. Hoppala, da geht's schon nicht weiter. Oh, halbe Schippe nur. Ja, so ist das. Ach, macht einfach wieder. Es macht einfach wieder Spaß. Ich weiß nicht warum, aber es macht einfach wieder Spaß. Cool. Und ich weiß nicht, die wievielte Folge das ist. Ich bin absolut raus. Müsste ich nachgucken. Kann ich machen, wenn ich das fertig habe, dann kann ich gucken, wie viel zur Folge wir haben. So. Muss ich mal ein bisschen drehen. Wir stehen ein wenig schief. Huch, nein. Ja, wenn du rückwärts fährst, ist es genau umgedreht, ne? Warten, so.
Ich lasse das mal so stehen. Schauen wir mal. Gucken, was passiert. Oh, die Sonne kommt raus. Es wird langsam hellerer. Jetzt ist die Frage. Lassen wir das jetzt laufen? Dauerhaft? Oder machen wir zwischendurch Pause? Also machen das leer und dann wieder drei Füllungen. Quasi, dass der hier nicht leer läuft. Nee, nicht mit der Maus. Ah, ich bin immer mit der Maus am Drücken. Ach, jetzt läuft die da. Ah ja, jetzt speichert auch wieder. Hier ist kein... Ich hab kein Wasser an. Oh, 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 stopp, 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 stopp. Brat mal. Brr, 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 brr. Reibenkleister. Hätte ich bald einen falschen Fehler gemacht. Das ist der Schlauch. So. Haben wir wieder. Jetzt haben wir aber Wasser, ne? Überall Wasser? Ja, überall Wasser. Alter Verwalter, das war jetzt böse. Ja, man merkt, ich bin schon, ne? Schon lange wieder raus. Guck, es läuft. Warum kommt man denn jetzt hier nicht hoch? Ach, es läuft, es läuft, es läuft. Ist das nicht herrlich? Da fliegen die Steinchen. So, das heißt, wir können das Kärchen, ja 21%, dann können wir auskippen, ne? Ah ja, irgendwie sowas. Wenn wir dann langsam kippen, dann geht das. Da ist doch fast leer. Komm raus damit. Der ist doch so gut wie leer. Ne, dann lassen wir auch laufen, dann fahren wir runter. Lassen den ganzen Kram laufen. Und machen ihn wieder voll. Ich meine, unten für die Matten hatte ich jemand. Ja, genau. Aber noch nicht für vier, sondern nur für drei Matten. Für zwei Matten. Einen hatte ich schon und den zweiten noch nur für zwei, deshalb. Ist ja eigentlich nur für Spritgeld, habe ich ja immer gesagt. Und das ist wirklich so. Mehr oder weniger das, was wir mit den Matten verdienen, ist das, was wir an Sprit haben. Auslagen. Würde ich die nicht machen, würde ich das nicht kriegen. Ist schon okay. Huch,
Habe ich aber auch da vorgeknallt. Ja, wie gesagt, das wäre als Multiplayer wäre das so optimal, ne? Will ich mal, ein Wagen steht hier. Der andere wird gefahren, einer baggert, einer fährt den Wagen und bedient quasi, füllt die Anlage und bedient die Anlage. Wenn Cleanout ist, halt eben dann mit zwei Leuten, damit es schnell geht und dann weiter. Aber es wurde ja gesagt schon. Es wird kein Multiplayer geben. Was beim Anfang jetzt auch kommt, ist Made with Unity. Ich bin gerade am Überlegen, ob das schon von Anfang an so ist. Habe ich nämlich noch nie gesehen. Ich dachte immer, das ist eine eigene Engine. Aber nein. Wusste ich gar nicht, dass sie das auch hat mit diesem... ja, hier mit diesem Boden. Dass man den so wegnehmen kann. Ja, nee, passt nichts mehr. So, was wir noch machen können? Ach, guck mal, ist schon wieder 38 Minuten um. Motor aus. Und danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und schön, dass ich wieder am Baggern bin. Ach, ist das herrlich. Bis zur nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.